komponiere, komponiere ich mal grundsätzlich für die Menschen, die diese Musik aufführen. Und das waren in diesem Fall die Männer und Frauen, die in den vier verschiedenen niederösterreichischen Blasmusikkapellen organisiert sind. Menschen, die in ihrer Freizeit unbezahlt aus Freude an Musik Musik machen. Und ich habe mich jetzt gefragt, wie kann ich meine eigene Welt so vermitteln, dass sie diesen Menschen Freude macht, ohne dass ich einen ästhetischen Kompromiss mache. Mein grundsätzlicher Gedanke ist, dem Augenblick, in dem ich für den, sagen wir, geistigen Horizont eines Menschen schreibe und mir einbilde, dieser geistige Horizont sei niedriger als der meine, in dem Augenblick bin ich arrogant. Und ich lehne daher wirklich grundsätzlich, aus diesen grundsätzlichen Gründen, diese Idee des Schreibens für das Publikum oder vollkommen ab, weil das heißt, ich selbst bin gescheiter als das Publikum und ich muss mich dumm stellen, damit das Publikum mich versteht. Ich mache genau das Gegenteil. Ich frage mich, was ist wirklich notwendig zu tun? Ich habe mich auch daran erinnert, an mein allererstes Erlebnis mit Blasmusikkapellen. Damals war ich 4 Jahre alt. Und ich weiß nur, dass meine Eltern mir erzählt haben, dass ich vom Essen aufgesprungen bin. Das war so ein Mittagessen in Fag und in der Kapelle, die gespielt hat. Und ich bin vom Essen aufgesprungen und habe mich mit roten Ohren vor das Orchester gestellt. Und dieser Klang, er ist einfach was Wunderschönes. Und ich wollte diese Klänge da auch in diese meine Musik übertragen. Und das Unglaubliche für mich ist, das ist wirklich ein Wunder, mit welchem Ausmaß die Menschen, die das Stück verwirklicht haben, an diese Musik geglaubt haben. Das beginnt bei der genialen Organisation von Herrn Obendrauf, der diese Partitur studiert hat und überlegt hat, wie er das am besten an die Musikerinnen und Musiker heranbringt. Aber das geht auch weiter in alle einzelnen Blasmusikkapellen, wo die in vielen Proben sich schrittweise dem Ganzen genähert haben. Und ich war wirklich überrascht, welches hohe technische Niveau da ist. Ich sage das an 2 konkreten Beispielen. Blasmusikkapellen spielen meistens Märsche und manchmal auch Polkas und Walzer. Aber in diesem Stück verlange ich ganz präzise 5/8-Takte, 7/8-Takte, 11/8-Takte in schnellem Tempo. Und ich habe mir beim Schreiben gedacht, das wird nie gehen. Und die Schlagzeugerinnen haben das mit einer Präzision gemacht, die mich wirklich, wirklich überrascht hat. Oder auch, wenn ich ganz am Anfang, wo ich komplexe Melodien hatte. Für diejenigen, die analysieren wollen, kann ich sagen, sie sind beinahe 12-Ton-Melodien. Das ist völlig unwichtig. Aber in atonaler Tonhöhe, in einem Rhythmus, der nicht pulsierend ist. Das ging jetzt so, dass neben einem Blasorchester haben die diese Stellen geprobt. Und ich hatte große Angst, wenn sie zusammenkommen, dass, also ich sag's mal trivial, dass jedes Ensemble andere Fehler gemacht hat und dass dann etwas ganz Furchtbares passiert, wenn sie zusammenspielen und diese 4 verschiedenen Fehler zusammenkommen. Nein, es hat gestimmt. Und ich denke, dass diese Musikerinnen und Musiker so viel mehr könnten, als man ihnen im traditionellen Bereich zu tun gibt, dass da wirklich etwas brach liegt. Ich habe sehr viel positive Resonanz bekommen, aber auch sehr viel positive Resonanz gespürt. Und diese Resonanz verdanke ich dem Orchester. Weil die Orchester haben so daran geglaubt, an das, was sie tun. Und sie haben zum Beispiel diese
schrägen, atonalen Clusterakkorde, wo jeder einen anderen Ton spielen muss, mit derselben Schönheit gespielt wie einen S-Dur-Dreiklang.